Immer an Tag 1 wissen die Wirte noch nicht, wer diese Woche alles mitmischt. Also wir kennen uns seit geraumer Zeit, deshalb was für ein Zufall. Ja? Aber wir haben uns bis dato nie was geschenkt. Also wenn es ums Kochen geht, kennen wir keine Freunde. Man merkt, ihr kennt euch wirklich gut und das ist doch lustig, wenn man sich dann im Wettkampf begegnet und nichts voneinander wusste und das verheimlicht hat. Das ist ja nicht richtig geil. Servus. Hi. Hallo. Servus, hi. Hallo. Hallo Jenny. Cool. Der Hasselbergplatz ist eigentlich das Kulturelle hier in Magdeburg, wo sich jung und alt treffen, Bars, Restaurants, hier spielt sich sehr viel ab. Ich denke, es wird auf jeden Fall mit Wohlfühlküche irgendwie losgehen. Also irgendwas, wo wir sagen, geil. Ich tippe auf asiatisch. Asiatisch, da liegst du leichter neben Marc. Und jetzt ab durch die Mitte. Herzlich willkommen, ich bin Luca. Wir haben euch einen schönen Tisch vorbereitet. Und dann würde ich sagen, nehmt schon mal Platz, wir sind gleich bei euch. Gerne. Ich habe schon drüber nachgedacht, ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist, als Erster zu starten. Ich glaube, es ist ein Vorteil. Man hat so ein bisschen das Überraschungsmoment auf seiner Seite. Jeder weiß, italienische Küche braucht 3 Zutaten. Wir haben die 4. Herzblut. Ach, und die anderen 3? Die lernen wir bestimmt auch noch kennen. Mal horchen, wie es Lukas Mitstreitern gefällt. Also ich muss sagen, super Eindruck und ich freue mich auf das, was hier zu essen gibt. Sehr stimmig und da hat einer wirklich sich Gedanken gemacht, was er hier etablieren will. Es ist eine warme Atmosphäre. Man sieht, dass nicht alles perfekt ist. Darum geht es auch nicht. Perfekt ist langweilig. Diese Ecken und Kanten und dieses rustikale Atmosphäre von den Tischen und alles, das spielt aber so zusammen, dass man sich wie in Italien kurz fühlt. Hoffentlich bleibt das auch so. Außer den Speisekarten habe ich auch euch noch Lisa mitgebracht. Lisa begleitet euch heute durch den Abend. Ich gebe jetzt noch die Speisekarten raus und dann bin ich auch schon wieder in der Küche. Als gelernte Hotelfachfrau ist Lisa die perfekte Besetzung für den Service. Mal schauen, was Lukas Speisekarte hergibt. Schöne Karte. Nicht dieses klassische Weiß, sondern hat man auch so ein bisschen den Blauton drin. Also man merkt wirklich, dass sich da jemand Gedanken macht. Ja? Ja. Trattoria kannst du ja heutzutage ganz anders interpretieren. Grundsätzlich kommt das ja eher so aus der familiären Richtung. So eine, ja, bei uns würde man vielleicht sagen Dorfgasthof oder Dorfrestaurant. Man merkt dann, dass es schon ins Moderne geht. Für mich ist so ein bisschen Trattoria 2.0, also neues Level. Doch warum rätseln, wenn man an vorderster Front dabei sein kann? Hallo, hey, Luca. Alles Mensch, klar? Schön. Ciao. Hallo. Salvatore. Ich bin der Jörg Salvatore. Si. Oh, italienisch. Si. Klingt sehr gut, authentisch. Authentisch italienisch geht's auch gleich weiter. Und zwar haben wir heute für dich die hausgemachten Ravioli. Pasta ist bei uns generell hausgemacht. Mhm. Schön zu zeigen, natürlich hier ist Handwerk, die Ravioli. So, dann haben wir Semola. Ein bisschen Salz. Und dann haben wir Ei. Ich muss jetzt einfach ein paar Minuten kneten und dann hat Salvo den natürlich vorbereitet, weil der muss erstmal mindestens 2 Stunden ruhen. Ja, wenn der Teig nicht ruht, ist er zu elastisch und geht immer wieder in seine Ursprungsform zurück. Dass sich jemand die Mühe macht, Nudeln selbst herzustellen, da gehört schon ein bisschen was dazu. Aber das zeigt halt, wofür die Leute brennen. Okay, und das ist der Teig von 2 Stunden später. Den können wir jetzt hauchdünn mit der Pastamaschine ausrollen. Wichtig für die Ravioli, weil es eine Pasta ist, die doppelt aufeinander gelegt wird, ist tatsächlich, dass du ihn so dünn wie möglich ausrollst. Weil sonst hast du an den Stellen, die doppelt sind, eine Pasta, die nicht ordentlich durchkocht. Da merkst du doch schon auch sofort, dass eben hier ein Autodidakt ist, der sich aber überhaupt nichts schenkt. Der hat sich einfach mit der Materie auseinandergesetzt und von daher mega, ne? Das wissen manche gelernte Köche nicht mal. Salvatore nutzt für seine Pasta Hartweizenmehl, da es relativ viel Klebereiweiß enthält. Für den Ravioli-Teig wird Stück für Stück immer feiner durch die Maschine gelassen. Und dann sollte der Teig ungefähr so aussehen, dass man seine Fingerspitzen durch den Teig erkennen kann. Auf jeden Fall sehr flüssig, wie das Ganze ablief. Man hat gesehen, das ist jetzt nicht bloß Show, sondern das wird tagtäglich so produziert. Man lernt auch noch ein bisschen was beim Blick hinter die Kulissen. Ja. Und während der Salvo sich jetzt hier vorbereitet, machen wir beide die Füllung. Und aus was besteht die Füllung? Die Füllung besteht aus einem Ricotta. Der Ricotta ist aus Büffelmilch, das ist wichtig für den Geschmack. Dann haben wir hier ein Parmigiano Reggiano gerieben. Und wir haben ein bisschen Eigelb. Und das gibt nachher die Bindung in die ganze Geschichte, weil sonst würde die Ricotta aus der Ravioli einfach nur rauslaufen. Ganz simpel eigentlich, ne? Muss ich sagen. Entschuldigung.
Molto Semplice. Seine Ravioli-Füllung veredelt Luca mit Salz, Pfeffer und... Was wichtig ist, ist ein bisschen frische Muskatnuss. Das hebt bei Milchprodukten wie Ricotta einfach schön den Geschmack. Einen ganz kleinen Hauch, einfach nur, um es zu unterstützen. Genau. Ich stehe auf Muskat, aber es ist wie mit allem im Leben. Zu viel des Guten ist manchmal dicht daneben. Wir füllen die in einen Spritzbeutel um. Den Rest macht Pasta-Profi Salvatore, denn bei den Ravioli kommt es auf die Feinheiten an. Jetzt ganz wichtig, wirklich an der Füllung entlang die Luft aus dem Teig rauspressen. Wenn wir das nicht machen, dehnt sich die Luft im Wasser aus, die Ravioli platzt und die ganze Arbeit, die wir uns bis hierhin gemacht haben, ist umsonst. Und ihr bestreicht jetzt nicht irgendwie mit Ei oder nochmal den Teig, dass der hält? Der Eigehalt in dem Teig ist hoch genug. Und jetzt auch beim Ausstechen der Ravioli ist es ja so, dass du die beiden Teigenden nicht schneidest, wie mit einem Schneider, sondern du quetscht sie praktisch ab. Er drückt die Ravioli mit dem Ausstecher mit der runden Seite aus. Nicht mit der scharfkantigen, sondern mit der runden, damit es ein bisschen mehr zusammendrückt gleichzeitig. Sehr clever. Danach presst Salvatore die Ränder mit einer Gabel aneinander. Die Ravioli gehen jetzt baden und wir widmen uns der Soße. Butter-Salbei-Soße, genau das, wonach es sich anhört, nämlich frischer Salbei, einfach grob zerhackt, um ein bisschen die ätherischen Öle rauszulassen, wird in der schönen Butter angeschwitzt und zur Soße kommt ein Schluck von dem Pastawasser. Die Stärke, die die Pasta an das Wasser abgegeben hat, hilft uns, nachdem das Wasser verdampft ist, die Soße zu binden und eine Emulsion in der Butter herzustellen. Das ist die italienische Brühe übrigens, glaube ich. So könnte man das jetzt einfach mal festhalten, oder? Seine Ravioli gart Salvatore in der Soße fertig. Auch das ist ja klassisch italienisch. Mal was ganz anderes. Hat der nette Engländer von vorhin schon Feierabend? Unser Koch Darren hat ein krankes Kind zu Hause und kann uns heute Abend nicht unterstützen. Indem diese zwei Hände fehlen, fängt man an, ein bisschen zu jonglieren. Und dann kommt man ein bisschen in den Stress und dann strahlt einen dieser Ofen hier auch noch mit über 100 Grad an. Und dann geht's heiß her. Tja, wenn das Kind krank ist, das geht natürlich vor. Aber die beiden sind doch super. Die kriegen das doch hin. Wäre auch keine kluge Idee, die Konkurrenz schon beim ersten Gang warten zu lassen. In diesem Sinne, Vorhang auf für Lukas Vorspeisen. Lass es schmecken. Ja, guten Appetit. Buon Appetito. Marc vom Weltrat macht den Anfang. Wie ist dein Carpaccio di Manzo mit Rucola und Parmesan? Das Fleisch ist hauchdünn geschnitten aus einem frischen Rinderfilet. Man sieht die farbliche Struktur, dass es auch ein gereiftes Fleisch ist. Was ich ziemlich cool fand, war, dass er jetzt nicht genau dieses super zentrale Mittelstück genommen hat, wo keine Versehnungen drin sind, sondern es waren Versehnungen drin und trotzdem war es zart und es hat sich auseinanderreißen lassen, ohne großen Aufwand. Zu einem Parmesan, der wahrscheinlich, ich tippe mal so mindestens 16 bis 20 Monate gereift ist, frischer Salat und ich denke auch ein älterer Balsamico, der das Ganze noch mal mit einem bisschen Süße behaftet. Das heißt, wenn du noch ein bisschen Süße haben willst, ziehst du das Fleisch oder ziehst du deine Gabel zum Schluss in den Rand und dann ist das rund. Da haben wir aber auch einen absoluten Fachmann, das merke ich sofort. Total zurückhaltend, ruhig, das, was er sagt, auf den Punkt. Das ist ja gleich mal ein Kollege aus der Küche. Also wenn das weiter so geht, Halleluja. Ob Jörg auch so jubiliert, er kostet die Caprese-Klassiker. Das sind die Tomaten an Büffelmozzarella und Basilikum. Dieser Büffelmozzarella hier, der ist sehr leicht, sehr cremig, der zergeht förmlich auf der Zunge. Und der ist auch so leicht säuerlich, so wie man das bei einem Büffelmozzarella auch erwartet. Die Tomaten passen hervorragend dazu und wie man hier sieht, so eine Balsamico-Glas. Diese Balsamico-Glas stellen wir selber her und das ist im Grunde genommen ein guter Balsamico-Essig, der einreduziert wird und dann ein bisschen verfeinert noch mit ein wenig Traubensaft und Portwein. Das ist dann auch ein echter Aceto Balsamico, nicht so ein Traubenmustessig. Beim Salz, muss ich sagen, ist so für mich so ein klein wenig die Grenze, aber trotzdem sehr, sehr, sehr stimmig. Das dann abgerundet mit dem Olivenöl, was wirklich einen sehr tollen Geschmack hatte, macht das Ganze für mich rund. Und wichtig ist ja auch, jeder, der es nicht weiß, fettlösliche Vitamine, A, D, E, K. Nur dann kann man wirklich auch bewusst Ernährung zu sich aufnehmen. Die ganzen Vitamine kommen dann erst zum Tragen. Danke, Jörg. Wir fühlen uns gleich schon viel gesünder. Was bist du
Was eine Macke hast du? Ich weiß. Aber echt, also mein lieber Jörg, was man, also, ich wusste gar nicht, dass man über so einen Caprese-Salat so viel sülzen kann, ne? Panierte und gebackene Kapern, Kalbfleisch und Thunfischcreme, das kann nur Jennys Vitello Tonato sein. Ah, der Küchenklassiker darf nicht fehlen und ich sehe jetzt schon mal ein bisschen anders. Bravo. Ich habe natürlich nicht so einen guten Geschmacksgaumen, wie ihr den habt als Köche. Ich bin ja nun keine Köchin. Mir schmeckt das Essen richtig gut. Wenn jemand von sich aus das beurteilt, mit dem, wie er das sieht, mit seinem Wissensstand, dann hat das nichts damit zu tun, ob dann jemand mehr Ahnung hat oder jemand Koch ist oder nicht. Weil es geht ja, die Sendung ist ja auch nicht für Köche unbedingt nur gemacht, ja? Nee, ist sie auch wirklich nicht. Sie ist für Kochinteressierte gemacht. Ich habe gebackene Kapern, die sind mega lecker. Man sieht das auch, also ganz frische Kapern sind das. Und das Fleisch, das Vitello-Fleisch, ganz dünn geschnittenes Kalbsfleisch. Sieht richtig, wie das glänzt. Zergeht auch im Mund, braucht man eigentlich gar kein Messer, kann ich so auch abziehen mit der Gabel. Und was mir besonders gut geschmeckt hat, ist die Thunfischsoße. Die war ganz leicht und die wurde aufgeschäumt und das kriegt man einfach nicht mit einem Fertigprodukt so hin, wie es auf meinem Teller war. Ist nicht nur optisch schön, sondern das spürst du halt am Gaumen auch als ein bisschen diese flaumige Komponente, was ihr jetzt so gefällt. Gefallen auch Saschas Ravioli mit Ricotta und Parmesan? Der Pastateig, wunderschön dünn, richtig gut innen drin ist. Eine Ricotta-Parmesan-Füllung gewesen. Genau. Ja, also auch diese Parmesan-Chips obendrauf. Die sind richtig schön ausgereifter Parmesan. Das ist so eine leichten Salzflakes, also so wie so eine Salzkruste auf dem Parmesan. Fand ich, hat so den genau grenzwertigen Salzgehalt gehabt. Ich mag das, weil ich mag, wenn das so leicht überspitzt ist. Ich hasse Köche, die es nicht hinkriegen zu würzen. Der San Daniele-Schinken ist wirklich schön dünn geschnitten, dadurch eben wirklich auch hoch aromatisch. Bisschen frisch geschroteten Pfeffer obendrauf. Das war echt schon großes Tennis. Und dazu dann dieser gebackene Salbei noch. Der hat auch so schön diese Bissigkeit verloren und ist dadurch richtig knusprig geworden. War schon, boah. Dann darf man ja vorsichtig optimistisch sein. Angst haben wir keine. Wir sind gespannt, was unsere Kollegen zu sagen haben. Hier hat ja wirklich jeder am Tisch richtig Ahnung. Ja, Luca, meine Tendenz ist bisher 9 Punkte. Ich kann mich dem nur anschließen, ich würde dir auch 9 Punkte. Jetzt unsere beiden Gastro-Urgesteine. Bei mir geht's auch in Richtung 9 Punkte. Los, Marc, hau auch noch einen raus. Und ich bin auch bei der 9 dabei. Sehr gut bis jetzt, danke. Ja, vielen Dank. Dann berichte ich erstmal Salvatore auch von eurem Feedback. Alter, 36 Punkte Start, das ist ja mal, ne, da kann man mal richtig gut aufkochen. Ne? Da kann man mal richtig schön auf dicke Hose in die Küche gehen und sagen, Kollege Salvel, das war gut. Soweit scheint es allen geschmeckt zu haben. Tendenz über den gesamten Tisch hinweg 9 Punkte. Heißt für uns zwei, das Ziel ist die 10. Ah, jetzt verstehe ich das erst, ne? Weißt du, seine unglaubliche Euphorie nach 2 Neunern. Der will die 10. Fertig. Da gibt's keine 9, da gibt's nur 10er. Dafür müssten Luca und seine Crew einen durch und durch makellosen Hauptgang liefern. Hi Luca. Hey Sascha, grüß dich. Na, alles gut? Was machst du Schönes? Aktuell Fondant-Kartoffeln. Ah, das ist mein Gericht. Die Fondant-Kartoffel ist eine Schmelzkartoffel. Und die ist angebraten, auf Farbe gebracht und dann gart die in Geflügelform und Gartköche dämpft da drin. Und dann serviert man die und die schmelzen so im Mund. Sehr, sehr geil. Apropos schmelzen. So, next step ist, wir nehmen schöne, ungesalzene Butter. Dann nehmen wir uns eine italienische Menge Knoblauch. Da die Kartoffel später eh entfernt wird, brauchen wir uns um Schälen und so Geschichten hier nicht kümmern. Dazu geben wir dann ein Lorbeerblatt und einen schönen Zweig Thymian. Einmal drehen, ätherische Öle entlassen. Wahnsinn, ne? Ätherische Öle werden hier entlassen, ne? Meine Fresse, ne? Das ist, weißt du, der Thymian war vorher eingesperrt, 6 Jahre, jetzt hat er Bewährung. Jetzt kommen die Kartoffeln mit einer Schnittseite runter in diese Butter rein. Denn die müssen jetzt von beiden Seiten richtig schön anrösten. Ich sitze ja hier oft und sage, in Butter, ne, bis zu einem gewissen Rauchpunkt, ja nur zum Anbraten geeignet. Aber
er brät ja nicht volle Tube, ne? Und dann kannst du so richtig schön der Kartoffel so eine schöne geschmackvolle Farbe geben. Und das ist fein, 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 fein. Das sieht doch hervorragend aus. Dann würde ich ganz gerne die Kartoffeln in den Ofen bringen. Und dafür haben wir hier einmal den Fond, den wir für vorherige Bäckerinnenkartoffeln schon genommen haben. Das heißt, hier steckt die ganze Power von zwei-, dreimal diesen Kartoffelansatz zu machen drin. Den gießen wir jetzt hier an. Das ist halt richtig alte Küche. Ne? Da hast du halt wirklich die volle Wumme drin. Sehr, sehr geil. Und dann kann dieses ganze Konstrukt hier bei roundabout 170 Grad in den Ofen und da verweilen. Das ist richtig klassisch, wie der Luca das hier macht, ne? Und das bringt auch richtig Spaß zuzuschauen, ne? Hier haben wir unser Rinderfilet für heute, frisch pariert. Wir schneiden unser Rinderfilet immer aus der Mitte raus. Und hier siehst du auch schon, das ist ein USDM Prime Beef. Schöne Marmorierung, das ist ein schönes, frisches Fleisch, wet aged. Also wet aged, muss man mal festhalten, ist eine Reifung, die in der Folie, in einem Tütchen, was vakuumiert wird, stattfindet. Da hat man halt keinen Flüssigkeitsverlust, man hat dadurch aber ein höheres Aufkommen an Milchsäurebakterien und aus meiner Sicht keinen höheren Rindfleischgeschmack. Das ist eher beim Dry-Agen. Ich salze mein Fleisch vorher. Hat einfach den Grund, das Salz, das jetzt drauf kommt, zieht schon mal ein bisschen Wasser aus der Fleischfaser raus. Das hilft uns nachher, eine schöne Kruste zu haben. Pfeffern tue ich mein Fleisch vorher nicht, weil meiner Meinung nach der Pfeffer in dem heißen Fett verbrennt. Absolut. Und auch da Bitterstoffe durchkommen. Genau. Ich finde es auch schön, wenn man das Steak zum Beispiel am Tisch noch mal leicht pfeffert, weil ich das einfach schon für den Gast optisch cool finde, wenn da einer mit einer riesen Pfeffermühle gerade beim Italiener kommt und sagt, oh, ich pfeffer dir das Steak noch. Zu Lukas Steak gesellen sich jetzt noch eine Knoblauchzehe, frischer Thymian und Butter. Und dann nehmen wir diese aromatisierte Butter und arrosieren damit unser Fleisch. Also, dass der das mal nicht gelernt hat, merkt man nicht. Ne? Der weiß genau, was er macht, der Luca. Machen wir das Gemüse noch fertig. Besteht bei uns aus Zucchini, Lauchzwiebeln, Bananenschalotten, Champignons und Radieschen. Kommt zum Teil auf den Grill und wird zum Teil in der Pfanne gemacht. Wir lassen Luca weiter werkeln, damit auch ja das Essen pünktlich rausgeht. Nach dem fetten Vorspeisenerfolg sind die Erwartungen im Gastraum astronomisch hoch. Mal sehen, ob Lukas Hauptgang auch so viel Begeisterung hervorruft. Wir wünschen guten Appetit. Dankeschön. Danke. Danke. Also, was ist denn da passiert, ne? Das ist ein Paradebeispiel, wie ein Schnitzel ausschauen soll, optisch. Siehst du, wie es souffliert ist? Ja, ja. Ja, mega. Souffliert heißt ja nichts anderes, dass das Schnitzel in sich kreisenden Bewegungen im Fett in der Pfanne ständig geschwenkt wird. Das heißt, das Fett gießt, hoffentlich Butterschmalz, gießt sich immer wieder über das Schnitzel und somit erhebt sich die Panade des Schnitzels. Und was kann dein Kalbschnitzel mit getrüffeltem Kartoffelpüree? Ich muss sagen, absoluter Kracher. Ja. Jeder kennt ja das klassische Schnitzel mit der Garnierung, wie man so schön sagt. Hier ist das Ganze mit Parmesan und Ei als Hülle drumherum. Der Parmesan steht nicht im Vordergrund, also er unterstützt das Steak auf jeden Fall und gibt dem Ganzen die besondere Note. Das Fleisch sehr dünn und auch sehr zart, war einfach phänomenal. Das Püree ist so, wie ich mir ein Püree vorstelle, ist fluffig und der Trüffel ist relativ dezent im Hintergrund, was aber ganz gut ist, weil der Hauptbestandteil ist für mich ganz einfach das Kalbsteak. Da sind Trüffelstückchen drin, also das heißt, der Geschmack ist echt und nicht über synthetisches, blödes Trüffelöl reingekommen. Sehr schön. Schön wäre es gewesen, wenn der Teller noch etwas größer gewesen wäre, dann würde das Ganze noch mehr wirken. Wie wirkt Saschas Filetto di Manzo an Fondant-Kartoffeln, Gemüse und Sauce Arlésienne? Ich glaube, man sieht es schon vom Anschnitt her. Es ist butterzart, es ist perfekt gebraten von außen. Durch die Butter ein tolles Aroma. Also der Garpunkt ist perfekt, ne? Das ist ja zum Niederknien. Da möchte man ja einfach reinspringen in den Teller. Die Kartoffel hat außen so eine wunderschöne braune Röschekruste mit leichten Thymian dran. In der Mitte richtig cremig wie ein Kartoffelpüree. Das Gemüse auf den Punkt gegart. Ich persönlich hätte die Erbs einfach weggelassen, um diese Gemüsevielfalt, die schon da war, einfach nur zu nutzen. Und das hätte vollkommen gereicht. Die Sauce Arlésienne
Also so eine Hollandaise mit ein bisschen Tomatenmark drin und Tomat-Concassé. Also man sieht es, also super fluffig, super gut aufgeschlagen auf den Punkt. Und perfekt abgeschmeckt mit der leichten Zitronennote dazu. Das geht echt gut. Für 29,50 kann man gar nichts sagen. Also das Einzige, wo ich dir wirklich beipflichte, wenn die Teller ein Stück größer werden, du kannst es noch besser drapieren auf dem Teller. Ansonsten bin ich rundum glücklich. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht gar nicht mal die Teller zu klein sind, sondern sie hauen einfach ein bisschen zu viel drauf. Ne? Die Portionen sind ziemlich groß. Lukas Selbstzweifel auch. Wir mussten heute zu zweit kochen und das hatte natürlich die Auswirkung, dass man nicht immer das Gefühl hatte, dass man alles im Griff hat. Wie schmeckt Jennys Saltimbocca vom Seeteufel an Balsamico-Linsen, Fenchel und Beurre Blanc? Hat mir super gut geschmeckt. Ich muss auch sagen, ich habe noch nie Fenchel so gegessen. Natürlich als Tee getrunken, wenn ich mal krank war oder bin. Ist nicht mein Fall, kann aber daran nichts kritisieren, weil ich halt nicht weiß, wie es sonst schmeckt. Was mir allerdings ein bisschen zu fest noch waren, waren die Linsen. Gut, also ich glaube, sie verwechselt das mit diesem typischen Linseneintopf von der Großmama. Ansonsten fand ich den Fisch super für mich. Ich esse gerne Fisch. Und ja, im Guten und Ganzen war es trotzdem lecker. Vielen Dank für dein Feedback. Gerne, Luca. Wir werden auf jeden Fall sehen, dass wir die Linsen etwas weicher garen beim nächsten Mal. Ich mag sie persönlich selber sehr, wenn sie al dente sind. Aber sie sollten definitiv nicht fest sein. Hallo, 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 hallo. Das ist gleich einknicken brauchen wir nicht. Deine Linsen sind perfekt gegart und sie sind eben nicht fest gewesen, sondern sie haben einen leichten Biss. Selbst die Karotten Brunoise da drin haben einen leichten Biss. Das ist, für mich war das hervorragend. Fehlen noch Marks schwarze Spaghetti mit Riesengarnelen, Calamaretti und Venusmuscheln. Vielen Dank für diesen Hauptgang, für diese Nudeln. Ich habe das bei der Vorspeise schon gemerkt, diese Eleganz der Emulsion beim Carpaccio hat sich hier definitiv fortgeführt. Die Röstaromen von Muscheln, von der Karkasse, der Krustentiere, zusammen mit ein bisschen Tomate, ein bisschen Weißwein, ein bisschen Olivenöl, vielleicht auch ein bisschen Butter. Das Ganze führt dazu, dass du einen unheimlich harmonischen, weichen Bisque Geruch und Geschmack bekommst. Diese cremige Konsistenz mit einer al dente Nudel zu vermischen, mehr brauche ich nicht. Wirklich, das ist alles, was ich brauche. Chapeau. Also Hammer, ne? Für das Geld, ne? Wir haben hier Garnele übrigens, die in der Pfanne, auch ein Kaisergranat, tolle Muscheln, frische Pasta. Ich hätte das genauso kommentiert. Das Gericht war perfekt, hätte er die warmen Kirschtomaten weggelassen. Mag er nicht. Wir tun alles, was es braucht, um dieses Produkt so herzustellen. Er tut alles dafür, um es so auf den Teller zu bringen. Deswegen gebührt das Lob auch dir und nicht mir an dieser Stelle, beziehungsweise uns. Und ich freue mich, dass wir es auch erhalten haben. Danke. Bevor das ganze Lob noch irgendwem zu Kopf steigt, lieber schnell zurück an die Arbeit. Was gibt es? Ja, was gibt es wohl? Was macht ihr? Tiramisu, ne? Ja, Löffel Biskuit, Eigelb, Mascarpone. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr sagen, oder? Geil. So, wir starten mit einer Bowl, die so lange wie möglich im Frost da war. Früher hat man irgendwie Rührschüssel oder Schlagkessel gesagt, ne? Oh, heute heißt es Bowl. Mhm. In diese gefrostete Bowl geben wir jetzt ein pasteurisiertes Eigelb. Dieses Eigelb wird jetzt aufgeschlagen, ja? Mit ein bisschen Zucker, so dass es schön schaumig wird und einen gewissen Stand kriegt. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen, oder? Es gibt eigentlich jetzt hier nicht viel, worauf du achten musst, außer die Temperaturen deiner Produkte. Die müssen kalt sein. Das Gefäß, in dem du rührst, muss kalt sein. Geht das dann schneller? Hast du die Creme dann schneller oben? Oder? Es geht besser. Tiramisu ist etwas, wo jeder mitreden kann. Und dann in einem Restaurant das nochmal so zu essen, dass du sagst, ja, das ist einmalig oder das ist ein Dessert, was ich so noch nicht hatte. Das ist eigentlich das Schwierige an diesem Dessert, ja? Der Marc hat absolut recht, ne? Was wir hier für Tiramisu-Kreationen schon erlebt haben, ich hier auf diesem Stuhl, das ist echt der Wahnsinn. Wie du jetzt hier schön sehen kannst, Konsistenz vom Ei, ist eine leichte Creme. Die Farbe ist von diesem kräftigen Gelb auf fast weiß gewechselt durch das Aufschlagen mit Zucker. Und das ist für uns der richtige Zeitpunkt, jetzt die kalte Mascarpone unterzuheben und dann aufzumontieren. Okay. Gesagt, getan. So, jetzt haben wir ein bisschen gewartet und jetzt geben wir einen schönen Schluck Masala d'Uovo rein. Das ist ein gespritzter Wein, der auch mit nochmal Ei behandelt wird. Und das gibt einfach eine schöne Süße und gibt der ganzen Sache halt nochmal richtig Körper. Masala für die Crema und Amaretto, um den Kaffee zu aromatisieren. Korrekt. Zwei Alkoholiker gleich.
Tolle Creme. Tolles Dessert. Salut. Die cremige Masse richtet Luca mittels Spritztüte in einem Glas an. Gleich. Wir fangen mit Kakao an. Ja. Klassisch Bitterkakao. Absolut. Okay. Auf den Kakao ein kleiner Tupfer. Und jetzt fangen wir an, die Löffelbiskuit kurz zu tränken. Okay. Die werden komplett untergetaucht, ja, aber nur ganz kurz. Und ist der Kaffee heiß? Der Kaffee ist auf jeden Fall frisch. Mhm. Er sollte nicht brühend heiß sein. Mhm. So, die erste Schicht haben wir. Wenn der Kaffee heiß wäre, ne, dann würde sich der Löffelbiskuit gleich mal auflösen. Und die Creme, die Kalte, die da drauf kommt, die scheißt dann auch noch ab. Ne? Also das darf vielleicht gerade mal lauwarm sein und fertig ist. Und so geht es dann über Nacht im Kühlschrank. Das ist schon geil. Also alles, was ich bis jetzt hatte, war geil. Und ich freue mich auf die Tiramisu, weil die esse ich. Ich muss sagen, wenn du sowas auf den Tisch stellst, hast du Eier in der Hose. Wir gucken mal, wie es kommt. Außerdem ist Marks Tiramisu ja nicht das einzige Dessert. Am Ende müssen alle glücklich sein. Halt's nicht so hoch, sonst nehme ich sie gleich weg. Ja, guten Appetit. Dito. Ladies first. Jenny kostet die Panna Cotta mit Erdbeer-Kuli. Und alles Kuli bei dir? Das hier ist eine perfekte Panna Cotta. Sogar ein bisschen cremiger wie schnittfest. Viele Panna Cottas werden ja einfach zu fest produziert, weil zu viel Gelatine drin ist. Die Creme, die Konsistenz, wie er die gemacht hat, mit der feinen Sahne aufgeschlagen. Besser hätte man es nicht machen können. Außen habe ich frische Erdbeeren, innen drin sind ein paar Erdbeeren schon angetrocknet, also wirklich sehr, sehr gut. Das sind getrocknete Erdbeerscheiben, die gibt es. Die kann man selber machen oder auch kaufen. Dazu habe ich kleingeschnittene Erdbeeren, die ein bisschen eingedickt worden sind mit frischer Minze, also mega. In meinen kleingeschnippelten Erdbeeren beim Dessert habe ich das Gefühl gehabt, dass da bunte Pfefferkörner drin waren. Das sind rosa Pfefferbeeren, die ja gar kein Pfeffer sind. Feuerfrei für Jörgs und Saschas flambierte Zitronentarte mit Himbeersorbet. Das Nesthäkchen zuerst. Mir persönlich ist der Boden etwas zu dick. Ich fand den Mürbeteig grundsätzlich gut, weil er schön rösch war. Er hatte diese Knusprigkeit, aber man hätte ihn dünner ausrollen müssen und dann wäre er auch perfekt gewesen. Ich sehe den jetzt hier gerade, wie er gefüllt wird. Den kriegst du ja dünner gar nicht hin. Ne? Also das ist ja, der ist ja nicht zu dick und gar nicht, sondern du musst natürlich dem eine gewisse Stärke geben, sonst kannst du den gar nicht ausbacken. Ne? Und es ist wie ein Lemon Curd, was er so reingemacht hat. Ist mir persönlich etwas zu süß. Ich weiß nicht, wie Jörg sieht. Also Jörg hat ja auch dasselbe Dessert. Was ich super finde, so eine Tarte gibt es ja auch mit einer festen Creme. Er hat jetzt hier eine andere Variante. Dadurch wird es wirklich leicht und fluffig. Die Himbeere, die Frucht im Himbeersorbet schmeckt man auf jeden Fall raus. Ich denke, dass er auch Alkohol ein bisschen mit drin hat. Ich kann es nicht genau definieren. Ja, das gibt noch einen gewissen Touch. Aber wirklich super Konsistenz, eine schöne Nocke abgedreht. Ich finde es auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für das Dessert. Also ich finde, 9,50 Euro ist das Dessert locker wert. Wenn du heute in der Großstadt bist und einfach nur eine Kugel Eis dir kaufst, ne? Die kann schon mal 2 Euro kosten. Ne? Also es ist von daher mega. Zum Schluss noch der Klassiker. So, jetzt geht's um das Tiramisu für Marc. Ne? Ist Marc immer noch so begeistert wie in der Küche? Also, das ist die klassische Tiramisu. Es schmeckt tatsächlich gar nichts einzeln heraus. Die Harmonie zwischen den Alkoholikern, man hat schon gemerkt, dass da Stoff drin war. Aber du hast nicht mehr rausgeschmeckt, was es war. Tatsächlich nicht. Ich bin mir sicher, dass alle Zutaten miteinander genau den Effekt ergeben sollen, den ich gerade spüre. Es ist eine tolle Harmonie. Willst du noch was zum Löffelbiskuit sagen? Wenn du das dann lange eintauchst, dann kann das ja matschig werden. Und das war mit Sicherheit eine super Konsistenz auch vom Löffelbiskuit, oder? Man merkt, dass du keine Ahnung hast von Tiramisu. Ja, wirklich. Ich kläre euch jetzt auf. Ja, mach das. Also. Das Tolle an dieser Tiramisu war, dass diese Löffelbiskuit eben nur ganz kurz in den Kaffee getaucht werden. Warum? Geiler Typ! Dass der Kern in der Mitte noch weiß bleibt, weil die Tiramisu über Nacht gekühlt wird und dann die restliche Flüssigkeit sich noch in den Kern einsaugen kann. Ja, von dir kann ich noch viel lernen. Das ist schon ein geiles Zeug und fluffig, puristisch, Trattoria-Style. Das schreit ja nach 10 Punkten, oder? Dazu kommen wir gleich. Erst möchte der Wirt Bares sehen. Wir haben einen Gesamtbetrag von 273 Euro. Und davon sind Speisen 186,50 Euro. Und für die Getränke rund 90 Euro, also 87,30 Euro.
Aber ich denke, das ist auf jeden Fall angemessen für das Niveau, was wir heute erlebt haben. Für 4 Leute super, top Preis. Ja. Wenn man woanders essen geht, bezahlt man durchaus wirklich viel, viel mehr und bekommt nicht diese Qualität zu essen, die wir heute hier in der Trattoria von dem Luca serviert bekommen haben. Ich finde auch, dass die Rechnung sogar eigentlich hätte ein bisschen höher ausfallen müssen. Also ich bin geflasht vom ersten Abend. Also ich fand es super. Ganz, ganz tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, muss ich sagen. Und ein unfassbar, unfassbar starker Start, sage ich jetzt schon voraus. Doch was heißt das jetzt in nackten Zahlen? Fällt das Endergebnis ähnlich gut aus wie die rasante Vorspeisentendenz? Ich glaube, die Tendenz, da waren wir bei 36. Und ich glaube, über den gesamten Abend und wenn man auch Lisas Leistung am Tisch würdigt, könnte man bei diesen 36 Punkten bleiben. Damit wäre ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Dann los. Das ist eine 9. Ich schätze mal, die 9 ist von Sascha. 9 Punkte. Eine 9. Die zweite 9 verorte ich einfach mal bei Jörg. Ich gebe dem Luca und seiner Trattoria 9 Punkte. Nummer 3. Eine 9. Ich tippe jetzt einfach mal auf Jenny. 9 Punkte. Pass auf, 4 mal 9, sage ich jetzt. Ich gebe dem Luca und seiner Trattoria 9 Punkte plus. Wir haben die Tendenz gehalten. Okay. Was wollen wir mehr? Bravo! Also das ist das, was ich vorausgesagt habe. Ein Hammerstart. Ich hätte sogar noch mit 2 Punkten mehr gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Trotzdem, also 36, stark. Ne? Also sein Papa wäre jetzt richtig stolz, wenn er das miterleben könnte. Aber er schaut eh zu Luca. Die Trattoria Magdeburg sichert sich wohlverdiente 36 Punkte. Auch das Mainly Stendal möchte ganz oben mitspielen. Kann Küchenmeister Jörg abliefern? Wenn ich niedriger bewertet werden sollte, würde mich das schon treffen in meiner Ehre. Dann das. Hier fehlt mir einfach der Bums. Das ist für mich halt keine Suppe. Röscher Zucker auf der Stelle, wo aber nicht das Eis ist. Hohes Niveau, würde ich sagen. Kippt schon an Tag 2 die Stimmung?